Hallo ihr Lieben, ich möchte heute nochmal darauf eingehen, weil da werde ich ganz viel angeschrieben, warum kann meine Mutter mich einfach nicht lieben? Und zum Beispiel ein Grund wäre, dass sie unbewusst eine totale Wut auf euch hat, weil ihr vielleicht zu einem Zeitpunkt gekommen seid, als sie eine berufliche Verwirklichung machen wollte, wo sie eigentlich ins Leben gehen wollte, sich nur vergnügen und Spaß haben und fortgehen und das Leben leben, was auch immer da für Gründe dahinter stehen. Oder sie wollte einfach beruflich nochmal ganz anders durchstarten. Sie wollte auf Weltreise gehen. Sie wollte ein neues Hobby anfangen und ihr seid ihr dann in die Quere gekommen. Und das läuft alles immer sehr, sehr unbewusst ab, aber sie lässt euch eigentlich spüren, wegen euch hat sie ihr Leben aufgegeben. Und das ist natürlich für ein Kind enorm schmerzhaft, wenn es das unbewusst so mitbekommt und unbewusst spürt. Und das ist einfach, wenn du als Kind auf die Welt kommst und spürst sofort, du bist nicht willkommen. Das ist ein ungeheures Trauma, weil ein Kind möchte oft in die Welt geboren werden, ist ja auch noch quasi der erweiterte Uterus, weil Kinder sind ja alleine nicht lebensfähig im Vergleich jetzt zu Tieren. Und dieser erweiterte Uterus sagt eigentlich lauter lässt dich spüren, ich möchte dich hier nicht haben. Also was ist das, kann es für ein Kind für ein tiefes Trauma bewirken? Fühlt sich fremd, zieht sich vielleicht total zurück, erstarrt, ist einfach in einem Gefühl, hier gehöre ich nicht hin, hier wäre ich nicht gewollt. Und wie gesagt, da kann einfach eine tiefe Wut dahinter stecken, die Mutter euch spüren lässt, dann durch diese Ablehnung. Du hast mein Leben zerstört, eigentlich hatte ich ganz andere Pläne. Dass sie selber dafür verantwortlich ist, weil wenn sie nicht mit dem Mann geschlafen hätte, wäre sie ja nicht schwanger geworden. So weit denken die Narzissten meistens überhaupt nicht, sondern projizieren ihre ganze Wut, ihren ganzen Unmut, alles auf euch. Und das ist einfach nur schrecklich. Dann ist natürlich der nächste Punkt auch, was sein kann. Sie ist selber noch so unerfahren, noch so jung, ist komplett überfordert mit der Situation. Hat sich in ihrem eigenen Leben überhaupt noch nicht gefunden, ist eigentlich noch am Suchen nach sich selber und auf einmal sollte sie die Verantwortung für ein Kind übernehmen. Und sie kann sich selber vielleicht auch nicht annehmen und mag sich überhaupt nicht. Und dann ist jetzt ein Wesen da, wo vielleicht ihr ähnlich ist, wo ganz ähnliche Bedürfnisse hat, wo einfach die Fürsorge braucht, die Liebe braucht, sie kann sich das selber nicht geben, sie kann es seinem Kind nicht geben und auch das ist hochtraumatisierend für ein Kind, weil es wieder das Gefühl hat, ich bekomme hier nichts, ich verhungere. Und das muss man einfach bei ganz vielen narzisstischen Müttern auch sagen, die sind ja selber so im Defizit und in so einem Hunger nach Anerkennung, Bestätigung, wie sollen die ein Kind wirklich lieben können. Die hassen sich ja oft selber. Und das, wie gesagt, nochmal, es gibt hier kein Schwarz oder Weiß und es ist auch keine Entschuldigung. Ich möchte euch einfach nur ein bisschen darauf hinweisen, warum war es so, wie es war, weil ihr könnt die Vergangenheit sowieso nicht ändern. Aber auch das ist wieder ein Hinweis, wo man schauen kann, ja, ich kann es vielleicht im gewissen Sinne verstehen und wie ich ja immer wieder sage, es nimmt euch nicht diesen Prozess bei sich selber hinschauen und dieses Trauma heilen zu lassen und dieses riesen Loch in uns an Bedürftigkeit, an Zuwendung, an Nähe und Wärme für sich schauen, wie kann ich das anders erfüllen, wie kann ich es sättigen, wie kann ich mich selber auch sättigen und unterstützen bei diesem Prozess. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Viele Mütter sind auch dann komplett überfordert, weil die finanzielle Situation zum Beispiel total angespannt war. Oder es war ein One-Night-Stand, wo sie halt im jugendlichen Leichtsinn sich darauf einlassen hat und steht jetzt finanziell vor dem Nichts, wird vor ihren eigenen Eltern vielleicht noch beschimpft oder abgelehnt. Sie hat keinen Rückhalt, hat die totale Panik,
ist selber überhaupt noch nicht ausgereift und entwickelt und ist dann einfach komplett überfordert. Gut, wenn natürlich noch so ein Thema dazu kommt, dass die Mütter abhängig sind, dass sie drogenabhängig sind oder alkoholabhängig sind, dann ist das Drama komplett. Was das mit einem Kind macht, ist furchtbar, weil das Kind auch hier wieder in die Welt kommt, wo es nicht willkommen ist, wo es keinen Halt findet, keine Spiegelung findet, keinen Rückhalt, keine Fürsorge, kein Versorgtwerden, keine Liebe, keine Nähe, keine Spiegelung. Die Mutter reagiert nicht, weil sie so mit ihren eigenen Bedürfnissen beschäftigt ist. Und es ist einfach ein riesengroßes Drama. Und dann wäre nochmal ein Punkt, zum Beispiel eben aus dieser finanziellen Notwendigkeit, die Mutter musste sofort arbeiten, ist überhaupt nicht fähig gewesen, irgendwo Zeit für euch aufzubringen. Oder sie waren in einem Familiengefüge, wo es eben wie in einer Nachkriegsgeneration nur auf Aufbau, Schaffen, materielle Notwendigkeiten geht. Es war null Zeit für euch da. Es war ihr auch gar nicht wichtig, Zeit mit euch zu verbringen, weil alles an dem Vordergrund gestanden ist. Und im schlimmsten Fall war es dann vielleicht auch so, dass sie nicht arbeiten hat müssen, aber dass ihr die Hobby und weiter ausgehen und weiter Spaß haben und Halligalli haben, ihr wichtiger waren wie euch. Und auch da seid ihr emotional verhungert. Und das sind jetzt nochmal ein paar so Gründe, also da gibt es noch ganz viel mehr, vielleicht mache ich auch mal nochmal ein Video dazu, warum ihr in dieses enorme Defizit gekommen seid und diese enorme frühkindliche Traumatisierung erfahren habt. Ohne Liebe, ohne Wärme, ohne Geborgenheit, ohne Spiegelung, dass jemand auf euch reagiert, dass jemand fragt, wie geht's euch, wie geht's dir heute, was hast du heute gemacht? Oder wenn man dann schon ein bisschen älter eben ist, dass die Eltern sich an eurem Leben interessieren. Wie war es in der Schule? Wie war es mit den Freunden spielen? Was habt ihr denn gemacht oder sowas? Dass ein echtes Interesse da ist. Das fällt ja alles bei solchen vorher genannten Situationen komplett weg. Und ja, da kann man nur einfach sagen, es ist wahnsinnig traurig, es ist ungeheuer schmerzhaft, weil dieses Defizit in euch einfach einen ganz, ganz großen Raum eingenommen hat. Ja, und wie gesagt, also das ist einfach, ich kann es nur immer wieder betonen, nehmt euch da ernst, nehmt euch da wahr, versucht es nicht zu verdrängen, sondern Stück für Stück das für euch heilen zu lassen. Da gibt es verschiedene Methoden, wenn ihr Hilfe braucht, wendet euch an mich, viel körperorientierte Arbeit in die Empfindungsebene zu gehen. Man muss oft gar nicht mehr in die Situationen zurückgehen, aber viele spalten ja dann den Körper ab, weil sie auch das Gefühl gehabt haben, ich bin ja nicht willkommen, ich bin gar nicht geerdet, ich komme gar nicht auf der Welt an, wie soll ich da in meinem Körper ankommen? Ich spalte alle Emotionen ab, also Gefühle ab, ich möchte mich gar nicht mehr wahrnehmen, empfinden, weil die Empfindung ist nur, ich spüre mich gar nicht, also ich löse mich auf irgendwie und bin gar nicht da. Aber wie sollt ihr da sein, wenn ihr nicht liebevoll und herzlich in Empfang genommen worden seid und begrüßt seid? Und ihr habt gemerkt, da freut sich jemand, dass ich da bin. Weil eben in diesem erweiterten Uterus, wenn man da einfach sagt, ist es so notwendig, um weiter zu wachsen und zu reifen. Kinder, Babys sind nicht alleine fähig. Sie können sich nicht selber versorgen. Und sie brauchen die Resonanz von den Erwachsenen. Und das ist so, so wichtig. Und wenn das nicht da war, ist es einfach furchtbar und schrecklich und traurig. Und nochmal, es geht hier nicht um Schuld. Es geht nicht um Entschuldigung der Mütter. Es geht nur um die Bewusstwerdung, was ist da passiert. Und dann über eine weitere Arbeit mit den Themen, dass ihr wieder bei euch selber ankommt. Dass ihr euch irgendwann selber halten könnt, euch regulieren könnt, euch selber im gewissen Sinn sättigen könnt, in Beziehung gehen könnt, wieder Kontakt und Nähe neu erlernt, weil wir müssen das eigentlich alles neu erlernen. Und das geht eben auch nicht in ein paar Stunden und das sage ich auch immer wieder, das ist kein kurzer Prozess, das dauert einfach. Aber habt den Mut, dahin zu schauen und hinzuspüren und euch wahrzunehmen, weil dann wird das Leben bunter und weiter und größer und viel mehr Möglichkeiten sind da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch bei mir.
Alles, alles Liebe und Gute, eure Beate. Tschüss.